Letztens haben wir eine eigene Tastatur aus dem 3D-Drucker gebaut. Und unter dem Video habt ihr mich mit Kommentaren zu bombardiert. Und zwar habt ihr gesagt, ey, lass mal eine Gaming-Maus aus dem 3D-Drucker bauen. Und das versuchen wir heute. Ihr wisst ja mittlerweile, wie es läuft. Ich habe mir im Internet hier schon mal ein 3D-Modell von einer Maus besorgt. Das schmeißen wir jetzt erstmal in den 3D-Drucker. Ihr habt es vielleicht im Zeitraffer schon gesehen. Das Worst-Case-Szenario bei einem 3D-Druckprojekt ist eingetreten. Ich glaube, mein 3D-Drucker ist einfach im Arsch. Der hat einfach mittendrin aufgehört zu printen und ich bekomme den einfach nicht mehr ans Laufen. Deswegen frage ich jetzt mal die einzige Person in Köln, die ich noch kenne, die einen 3D-Drucker hat. Thomas. Hallo Thomas, kurze Frage. Könnte ich spontan bei dir was drucken? Ich bringe auch mein eigenes Material mit. Der Retter in der Not. Hi, willkommen hier. Ich habe den ein oder anderen 3D-Drucker, der jetzt, glaube ich, gleich ausgenutzt wird. Timelapse, go! Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Was sagst du, wie ist es geworden? Ach, du hast schon verpackt. Ich habe hier keinen Beutel. Digga, danke schön. Ey, wie krass ist das denn? Digga, wie clean das ist. Ich hätte nicht gedacht, dass gerade auch die Waden so clean rauskommen. Das ist actually insane. Hat auch eine Weile gedauert, ne? Wie lange hat es gedruckt? 24 Stunden. Alter. Also ich bin super gespannt, wenn das zusammengebaut ist. Ich hätte auch nicht gedacht, dass diese filigranen Strukturen so funktionieren. Wie sehen diese ganz kleinen Teile aus? Das hier ist einfach so die rechte Maustaste. Sau strong. Ey, ich bin immer noch so flashed, wie clean diese Teile geworden sind. Die Maus soll natürlich nicht nur einfach langweilig weiß werden. Deswegen habe ich mir ein bisschen Sprühfarbe gekauft. Und weil ich in Kapsele bin, hänge ich mir jetzt die Maus hier einfach an den Holzbalken. Und dann kann ich hier so umhängen sprühen. So, guck mal. Ich bin Magier jetzt. Oh, das wird eine geile Farbe. Wie die sich drehen. Boah, Alter, das sieht ja sau cool aus. Letzte Maustaste. Das ist richtig geil geworden. Das hängen wir zum Trocknen mal kurz einmal um. Damit nicht alles nur dieses Neon-Orange hat, machen wir jetzt diese Seitentasten an der Maus schwarz. Ich glaube, das könnte richtig geil aussehen. Das lassen wir erstmal trocknen und dann kümmern wir uns erstmal darum, wie machen wir eigentlich den technischen Part von der Maus. So. Wow. Da war ein Eimer. Das sieht ja absolut insane aus. Wenn man sich das jetzt zusammengebaut vorstellt, könnte es einfach eine gekaufte Maus sein. Das mit der Farbe hat richtig gut funktioniert. Ja, als nächstes würde ich sagen, bauen wir in unser Gehäuse hier mal die Technik rein. Und im Gegensatz zu der Tastatur, das war close, machen wir das technisch ein bisschen anders. Ihr könnt jetzt schon mal in den Kommentaren raten, wie teuer wird denn unsere eigene Gaming-Maus. Die meisten Gaming-Mäuse kosten so um die 50 bis 70 Euro. Das heißt, wenn wir unsere eigene machen, sollte das im Idealfall günstiger sein. Im Gegensatz zur Tastatur habe ich mir diesmal nämlich nicht alle Teile einzeln bestellt, sondern eine günstige, fertige Maus genommen, denn da sind ja obviously alle Teile drin, die man für eine Maus braucht. Und die bauen wir jetzt auseinander und bauen da unser neues Gehäuse drum. Das heißt, die hier hat 34,99 € gekostet, plus so ein bisschen Materialverbrauch vom Druck und von den Sprühflaschen, sind wir jetzt vielleicht bei maximal, wenn man es hochrechnet, 37 Euro oder so. Das heißt, wir sind schon mal weit, weit, weit unter den 50 bis 70 Euro, die man normalerweise für eine fancy Gaming Maus bezahlt. Dann schauen wir uns das mal an, was in so einer Maus drin ist. Habe ich auch noch nie gemacht. Hätte beim Sprühen vielleicht besser aufpassen sollen. Gucken wir mal, wo hier die Schrauben überhaupt sind. Hier ist schon mal eine Schraube. So, die Schrauben darf ich jetzt nicht verlieren. Zieht euch mal rein, wie klein diese Schrauben sind. Haltet ihr die im Auge? Oh, das Ding geht schon auf. Zack. So sieht's in einer Maus aus. Habe ich auch noch nie gesehen. Holen wir die Platine jetzt mal hier raus. So. Alright. Das hier ist das Scrollrad. Das ist quasi das Brain von der Maus. Das sind die seitlichen Knöpfe. Fangen wir an mit der rechten und linken Maustaste. Eine Maustaste. Zweite Maustaste. Und hier sind die Knöpfe. Oh ne, jetzt ist mir eine Schraube runtergefallen. Ich wusste, das passiert irgendwann. Und dann noch eine von den ganz kleinen. Ach, scheiße.
Welt. Ist es die? Nein, das ist ein Stück Dreck. Wir haben jetzt quasi hier alle einzelnen Elektronikparts, die man für so eine Maus braucht. Und die werde ich jetzt versuchen, irgendwie in unser Gehäuse hier reinzubauen. Ich habe das noch nie gemacht. Das sieht super scuffed aus. Wenn das funktioniert, wird das ein Traum. Die Hauptfrage ist, passt das Mainboard hier rein? Wie ein Traum. Ich schraube das jetzt mal fest. Dann machen wir als nächstes mal die rechte und linke Maustaste. Die müssten wahrscheinlich hier hinkommen. Wieso passt denn das nicht? Bei der linken Maustaste ist einfach das Problem, dass das hier einfach nicht passt. Wie machen wir das denn jetzt? Brauche ich das Ding hier denn? Vielleicht kann ich die Wand einfach hier rausnehmen, dann wird das nämlich hier reinpassen. Fuck it, ich mach's einfach. Das Ding ist, wenn ich jetzt verkacke, ich habe halt keinen 3D-Drucker gerade, dann ist die Maus im Arsch. Oh Gott, bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ist immer noch stabil. Passt der jetzt hier rein? Immer noch nicht perfekt. Mann! Weißt du was? Ich mache jetzt den komplett brutalen Weg. Aha! So, jetzt passt der Spaß nämlich auch. Hält. Nice. Jetzt nur noch hoffen, dass die seitlichen Knöpfe auch passen. Oh, nice. Verkabeln wir die Scheiße nochmal. Zack. Ich mache mal den Anschalter an. Oh, sie leuchtet noch. Okay, ich habe nichts Essentielles geschrottet. Das ist sehr gut. Dann probieren wir mal, ob sich die Maus auch mit dem Rechner verbindet. Maus ist an. Maus funktioniert. Ich guck mal, ob die linke Maustaste funktioniert. Linke Maustaste ist einfach rechte Maustaste, perfekt. Das heißt, ich muss die rechte und linke Maustaste noch tauschen, weil ich die einfach verkehrt rum installiert habe. So, pass auf, das machen wir jetzt schnell. Ich habe gestern noch die ganze Zeit rumprobiert und wir haben halt einfach folgendes Problem. Und zwar, dass dieser Batteriehalter, den wir von der anderen Maus noch haben, in unser neues Gehäuse, was so ein bisschen kleiner ist, einfach nicht reinpasst. Der ist einfach zu groß. Wir können natürlich jetzt einfach anstatt die großen Batterien die kleineren nehmen. Dazu müssen wir aber diesen großen Batteriehalter für kleine Batterien umbauen. Und die Idee ist jetzt, bei diesen Batteriedingern hat man immer so eine Feder und sowas drin, damit der Strom halt auch geleitet wird. Und die kann man hier vielleicht auch einfach rausfrickeln. Das funktioniert tatsächlich. Und dann hier einbauen. Das wäre doch 100 IQ. Der Pluspol, der passt auf jeden Fall. Shit. Ich dachte, das passt vielleicht. Kann man das irgendwie biegen einfach? Darf ich vorstellen, unsere neue Batteriekonstruktion. Guck mal, wie eine 1. Da kommt hier die Batterie einfach wieder zwischen. In der Theorie sollte die Maus jetzt wieder angehen. Perfekt. Wir haben einfach die Batterie getauscht. Guck mal. Easy going. Das letzte, was jetzt noch fehlt, was halt hyperfricklich ist, wo ich mir gestern auch die Zähne schon ausgebissen habe, hier die rechte und linke Maustaste hier festzuschrauben. Und dafür musst du halt diese ganz kleinen Schraublöcher hier dran schrauben. Und das ist stressig as fuck. Alter, das war so ein Krampf, ne? Wenn ich so eine Hand habe. Kann ich hier auf jeden Fall gut klicken. Das heißt, was hier noch fehlt, ist in der Mitte der DPI-Knopf. Der sieht so aus und der drückt quasi mit diesem kleinen Stäbchen hier auf diesen kleinen Knopf. Voll cool zu sehen, wie das so eigentlich funktioniert in so einer Maus. Dann kommt jetzt der finale Schritt, wo wir jetzt eigentlich nur noch hier das aufeinandersetzen müssen. Okay, testen wir mal kurz alle Tasten durch. Rechte Maustaste? Funktioniert. Linke Maustaste? Funktioniert. DPI-Knopf? Funktioniert. Und die seitlichen? Funktionieren beide. Aber mäßig. Da würde ich sagen, machen wir mal ein paar Epic Shots und dann testen wir das Ding noch. Dann testen wir das ganze Ding jetzt mal. Das funktioniert super. Alter, die ist ein bisschen schnell. Was wirklich spannend ist aber, kann man damit zocken. Deswegen Abfahrt. Let's go. Okay. Funktioniert super. Abbauen funktioniert super. Das Krasse ist, die ist so leicht, Alter. Auch wenn ich das jetzt mit der Maus vergleiche, die ist hyper leicht, die Maus. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Aber
es ist wirklich eine legitime Maus. Also die kann jetzt auch easy so eine gekaufte Mausdrucker ersetzen. Also auch so vom Feeling her, weil es ist alles super smooth, es sieht voll fancy aus mit dem Rot und so. Also so eine ultraleichte Gaming-Maus selber aus dem 3D-Drucker machen, geht safe. Und wie es sich mit den beiden Sachen zusammenzockt, das heißt mit meiner eigenen Tastatur, meiner eigenen Maus, das probiere ich jetzt in dem Video hier aus. Das heißt, das erste Let's Play mit einem komplett eigenen Gaming-Setup. Geht darüber, jetzt klicken. Bis nächste Woche. Abonnieren.